Hey du, heute möchte ich dir meine Mietendkolonie nochmal vorstellen. Ihr kennt die bestimmt schon aus anderen Formaten und heute soll es dazu einfach mal ein Update-Video geben. Die Kolonie an sich hat sich echt sehr prächtig entwickelt. Am Anfang gab es da immer noch so seine kleinen Problemchen. Als ich die Kolonie bekommen habe, hatte die so ungefähr 10 Arbeiterinnen und jetzt hat sie schätzungsweise mehr als 50 oder noch mehr, also es ist schwer zu sagen. Genau, und ich wollte euch einfach mal meine Meinung bzw. meine Erfahrung mit dieser Art teilen, gerade für Nachahmer, die die Art auch kaufen möchten. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Art, eine sehr aktive Art und auch eine sehr, ich würde schon fast sagen, aggressive Art, wenn es dann ums Futter geht. Am Anfang hatte ich den Fehler gemacht, dass ich das Nest sehr befeuchtet habe. Apropos Nest, hier ist das neue Yutong-Nest dabei, das heißt, es ist ein 3D gedrucktes Nest, wo unten drin eine 10 mm dicke Betonplatte ist und das Wasser wird sozusagen für die Befeuchtung aus einem Reservoir unten auf den Betonstein übertragen und somit bildet sich dann die Luftfeuchtigkeit im Nest. Ja, am Anfang hatte ich da viel zu viel Wasser drin und ich habe unten sozusagen in dem Nest sind 5 vereinzelte Stopfen und ich hatte dabei zu viele Stopfen mit Watte vollgestopft, das heißt es kam zu viel Wasser an den Betonstein ran. Deshalb gab es das Problem am Anfang, dass die Ameisen ihre Brut in den Schlauch gelegt haben, also das heißt zwischen Arena und Nest. Das hat dann schon gezeigt, dass es viel zu feucht ist. Ich habe dann das Wasser wieder abgelassen. Nach einiger Zeit ist der Betonstein langsam wieder ausgetrocknet und die Art konnte sich dann entfalten. Das heißt, sobald das richtige Klima erreicht wurde, gab es sehr viel Brut. Die Art ist auf jeden Fall sehr hungrig und bedarf dann auch täglich an Fütterung fast. Ich beheize mein Nest hier von oben. Das heißt, von oben kommt die Wärme, von unten kommt das Wasser. Man hat immer, wenn man reinguckt, eine relativ klare Sicht, wenn nicht gerade die Ameisen sozusagen Dreck in die Ecken oder an die Kanten des 3D gedruckten Nestes sozusagen kleben. Die Ameisen haben hier auch übrigens sehr interessant selber sozusagen die Kammern, die sie nicht brauchen, zugebaut. Das heißt, es gibt kleine Steinwände zwischen den Kammern, die sie nicht brauchen. Und da, wo es eben schön warm ist oder ihr Klima ist, was sie benötigen, liegt dann auch die ganze Brut und die Königin befindet sich da. Die Art ist auch ziemlich aktiv, was das Ausbrechen angeht. Nicht, dass sie die Chance dazu bekommt, auszubrechen, aber gerade bei der Silikonfugen der Arena knabbern sie sehr gerne rum oder an dem Schlauch, der sozusagen zwischen Arena und Nest sich befindet. Der wird aktiv jeden Tag dran rumgeknabbert. Also selbst hier ist auf jeden Fall ein gewisses Ausbruchspotenzial da. Und ich würde die Art auf jeden Fall auch nicht ohne einen Deckel halten. Ich habe der Art auf jeden Fall auch eine Wassertränge zur Verfügung gestellt. Die wird jetzt weniger angerührt. Die Art ist auf jeden Fall mehr scharf auf so Zuckerwasser und auf jeden Fall auf sehr viel Proteine. Das heißt, ich fütter fast täglich oder alle 2 Tage mehrere Schokoschaben und die werden auch aktiv eingetragen. Ja, ich kann die Art auf jeden Fall empfehlen für alle, die einheimische Arten halten, wie zum Beispiel die Formica-Arten. Denn die Meat Ant oder die Iridum Myrmex ist jetzt hier fast oder ist genauso groß wie diese, bloß dass diese keine Winterruhe in dem Sinne hält, sondern vielleicht eine kurze Diapause. Ja, kann ich dir auf jeden Fall für jeden empfehlen, der dem Winter langweilig ist und ein bisschen mehr von seinen Ameisen sehen möchte. Ja, aber was mich jetzt natürlich mal wieder interessiert, wie gefällt euch die Art? Sagt ihr, die ist mir zu groß, die ist mir zu klein, ich brauche eine andere Färbung, die müssen komplett schwarz sein. Das würde mich echt mal interessieren. Und alle Links, die ihr benötigt, das heißt auch der Link zu dem Nest, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Klickt da gerne mal drauf und ich sehe, wer sich dafür interessiert. Das würde mir auf jeden Fall sehr viel helfen und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und ich bin dann mal wieder raus.